Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 9. August 2018? Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonnensystem durch den platonischen Jahr, das heißt die Berechnung ist präziser. Dazu kommen noch die berühmten indischen Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Einflüsse von anderen Sternbildern. Sonne und Merkur befinden sich im Sternbild Krebs und sie treffen sich heute, das heißt mit anderen Worten, heute ist eine Sonne-Merkur-Konjunktion und die beiden wirken zusammen. Die Sonne gibt das Licht. Und das bedeutet, wir suchen die Wahrheit, die Klarheit, die Orientierung und so verlaufen heute die Gespräche. Mit anderen Worten, die Wahrheit kommt ins Licht. Natürlich ist es angenehm, wenn wir die Wahrheit leben, aber wenn wir Geheimnisse haben, dann ist besser schweigen, weil heute besteht die Gefahr, dass jemand das weitererzählt und wir fühlen uns verraten. Mond hat eine abnehmende Mondphase, es nähert sich zu Neumond. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das Mondhaus, was einen Einfluss hat auf den heutigen Mondbewegung, heißt Punarvashu, das kommt von Sanskrit und heißt übersetzt Rückkehr. Etwas kehrt zurück von Vergangenheit, bedeutet auch verlorenen Gegenstände wieder zu finden. Sonne und Merkur befindet sich in Sternbild Krebs und hat auch einen Einfluss von einem Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Ashlesha und heißt übersetzt Schlange. Und hier haben wir die Schlangenenergie. Es sind zwei Schlangen. Die eine zieht alles nach unten und ist mit Angst verbunden und sollen wir unsere Ängste loslassen. Und die andere Schlange steigt nach oben, befreit wie Phönix aus der Asche. Und das ist natürlich befreit von etwas und bedeutet auch Aufstieg. Dieses Mondhaus, diese Ashlesha vermittelt uns etwas Wichtiges. Trennen, verbinden, trennen, verbinden. All das, was uns stört, davon sollen wir trennen, kündigen, loslassen und was uns wichtig ist, das sollen wir befestigen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Hier befindet sich Sonne und Merkur, sie wirken heute zusammen. Das bedeutet für die Krebsgeborenen klärenden Gespräche oder die Wahrheit ins Licht zu bringen oder die Suche nach Wahrheit. In die Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen auch Glück und sie haben zurzeit die Bedürfnis wahrgenommen werden und sie bekommen auch Aufmerksamkeit. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen können mit einer Nachricht rechnen, etwas kehrt zurück oder jemand kehrt zurück von der Vergangenheit oder sie finden verlorenen Gegenstände. In die Liebepartnerschaft kommt alles in Ordnung und die Löwengeborenen ordnen gerade die Finanzen. Hier sind wichtige Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren kommt ein klärendes Gespräch. Liebe Partnerschaft spielt auch eine Rolle. Kommen Einflüsse, unerwartete Ereignisse oder Überraschung. Es geht in eine andere Richtung. Aber können auch mit einer kleineren Veränderung rechnen oder eine kleine Reise ist möglich oder ein Besuch. Die Tierkreiszeichen Waage Geborenen ist wichtig, Sicherheit, Stabilität, Ordnung und sie genießen ihren eigenen Zuhause oder sie verändern etwas zu Hause, sie verschönern etwas
oder ein Umzug ist auch möglich. Die Waagegeborenen sollen die klärenden Gespräche meiden, weil das führt zu Missverständnissen. Es ist auch möglich, dass sie ein Geheimnis haben und sie werden gerade verraten. Also achtsam sein, lieber schweigen und es nicht weitererzählen. Die Tierkreiszeichen: Skorpiongeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Etwas oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Sie verspüren die schöpferische Kraft. Sie setzen ihre Ideen in Tat um. Sie können auch mit einem Neuanfang rechnen oder unerwartete Ereignisse. Kinder spielen gerade auch eine Rolle bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verbessern sich etwas beruflich. Sie haben zurzeit Möglichkeiten und Chancen, beruflich etwas Neues wagen. Die Gespräche sind noch unklar oder unsicher. In der Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen noch Einschränkungen. Sie sollen die innere Ruhe bewahren und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und das ist gerade die berufliche Situation, weil da haben sie, die Schützengeborenen, gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen die Gespräche suchen, zuhören, was der andere meint, klärendes Gesprächen führen, nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen. Und so klärt sich etwas auf. In der Liebepartnerschaft haben die Steinbockgeborenen Glück und das ist gerade ein sehr wichtiges Thema bei den Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen fühlen sich in die Liebepartnerschaft etwas unsicher. Ein klärendes Gespräch ist auch wichtig, aber da sind noch Unklarheiten da. Die ämtliche Situation spielt gerade eine wichtige Rolle bei den Wassermanngeborenen. Sie klären etwas oder bringen etwas in Ordnung und sie kümmern auch um die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen machen eine große Reise. Das kann ein Urlaub sein oder Bekanntschaften im Ausland oder ein Besuch von Ausland. Diese Reise kann auch innere Reise auch bedeuten. Die Liebepartnerschaft ist auch sehr wichtig. Das spiegelt etwas das Leben bei den Fischengeborenen und sie sollen in diesem Spiegel schauen. Nicht nur warten, bis der andere sich meldet oder Aufmerksamkeit schenkt, sondern auf anderen zugehen, so kommt es alles in Harmonie. Das darf aber nicht einseitig sein. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben beruflichen Erfolg und Ansehen und Anerkennung. Die Wiedergeborenen sollen einen klärenden Gespräch meiden. Wenn sie Geheimnisse haben, dann sollen lieber schweigen, weil jetzt besteht die Gefahr, dass sie verraten werden. Das wird dann ins Licht gebracht, wird weitererzählt. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit unerwarteten Ereignissen rechnen. Es geht in die Liebepartnerschaft in eine andere Richtung. Oder sie können mit einer Überraschung rechnen. Aber sie haben mal grundsätzlich Glück in die Liebepartnerschaft. Jemand kehrt zurück von der Vergangenheit. Vielleicht das ist diese Überraschung. Und klärenden Gesprächen spielen gerade auch eine große Rolle. Die Zwillingsgeborenen brauchen den Rückzug und die Ruhe. Es ist alles zu viel und stressig. Und die Zwillingsgeborenen verlieren sie gerade die Kraft. Und sie sollen die Ruhe auch genießen, die eigene Zuhause, das verschönern, die Ruhe bewahren und dann verspüren sie auch die schöpferische Kraft, dann geht alles mit Leichtigkeit voran. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch etwas erwähnen. Ich biete astrologische Beratungen an. Selbstverständlich nach Wunsch auch nach westlichen Astrologie, aber ich empfehle auch die indischen Astrologie. Umrechnung, das Horoskop umrechnen auf den indischen und beschreiben die Mondhaus. Diese Horoskopanalyse beträgt mein Honorar 50 Euro. Eine ausführliche Horoskopanalyse, auch was kommt in die kommenden Jahre, beträgt mein Honorar 100 Euro. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.